Meine Damen und Herren. Wow, wir haben noch keinen Endboss freigeschaltet. Wow, wir haben so ein, da gibt's einen Chainsaw-Dings, geil. Egal, auf jeden Fall machen wir weiter. Mit der lustigen Hack'n'Slay-Manie. mit den lustigsten Gegnertypen der Weltgeschichte. Nach Halo. Was gibt es Lustigeres als Grunts, die durch die Gegend laufen und mit hochgepitchten Stimmen schreien? Schreien sie? Ja? Ich weiß nicht. Nee. Nee. Ja, das ist so ein Inside-Joke bei uns, aber ich sag euch eins. Unsere Inside-Jokes will niemand wissen. Ich spreche schon wie Weekly. Jokes. Naja, egal. Ich hoffe mal, dass ein Half-Life 3 rauskommt. Aber, wisst ihr was? Half-Life 3 kommt nicht raus. Wisst ihr aus welchem banalen Grund? Weil der Sprecher von Gordon Freeman. Bla bla bla, Mr. Freeman. Leider tot ist. Wie konnte er so sterben? Er hat doch die gesamte Half-Life-Scheiße überlebt. Ich würde mich aber jetzt mal schnell. Ja, genau. Sehr schön. Dieser Kerl? Alter, das ist ein bisschen creepy, stimmt. Vultebo! Scheiße. Alter, das ist wirklich creepy. Creepy. Ich mag Creepies und ich mag, Creepies. You've unlocked. Das müssten wir uns eigentlich mal angucken, so wie Funk. Nein! Jetzt hatte ich doch den einen. Schau. You unlocked me. Concept Arts. Das müsst ihr irgendwo anders eingeben, glaube ich. View Weapons. Guck mal. Was kommt denn da noch dazu? Oh, ein Schwert kommt noch dazu. Also wir haben nahezu schon alle Waffen. Schade. Ja. Help an Option. Ja, fuck off. Es geht weiter. Fuck off, bitch. Oh, fuck off, bitch. Ich muss hier weitaus weniger leben, damit ich das verlieren. Genau, also vor allem bei diesen komischen Hunden, die dich ja so nerven. Ich mag die Hunde nicht. Wie siehst du das? Ich hasse Hunde. Ich bin kein Anti-Hundist oder so. Anti-Hundist? Aber ich habe gerade die Ratte tot gekloppt und das hat so gut Sinn. Ich würde mir diese Flasche noch aufheben, weil du bist ja eine Flasche und daher solltest du dir die aufheben. Gott, dieser Witz. Dieser Witz. Oh, ich weiß noch, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Das war mit irgendwie Mülleimer und war. Hey, schau dir den Kerl an. Er fliegt wie ein Bastard. Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich gar nicht. Also, da bist du. Ich bin der Typ, der die Leute kloppt. Oh! Sido. Nein, der Master Chief. Hoppla. Oh, Sido. Sido ist einfach ein Spaß. Beleidigen wir keine Prominenten in unseren Videos, genau. Bitte. Obwohl, Sido hat sich gebessert. Also, wenn ich es nicht so toll finde, ist Bushido. Den kann ich irgendwie gar nicht haben. Aber, hey. Wenn ihr euch ihn anhört und ihn cool findet, findet ihn cool und hört euch ihn an, aber... Egal. Ihr was? Okay. Fickt euch. Gar nicht irgendwie. Hol dir doch diese Flasche. Ja. Weil du bist ja eine Flasche. Alter, halt die Fresse. Nur ein einziges Mal. Du Futzenlutze hier. Futzenlutze. Kennst du die Bergkutzen? Hau die Qualität doch bitte nicht noch tiefer in den Keller. Die Qualität so, hallo, verpiss dich. Wir wollen dir hier nicht. Das ist halt so. Hallo. Naja. Hey, da kommt jemand. Und der hat irgendwas Böses dabei. Und, Oh ja. Ja, jetzt, ich würde sagen, jetzt geht's los. Hol ihn dir. Ja, erstmal den Kerl. Der Typ hat es nicht anders verdient. Und der ist die Kerl letzte auch Granate, nicht. Die kriegt der Kerl. Voink. Und, flapp. Und da gibt's neue Granaten und neues Leben und... Das neue Leben, das gibt es eigentlich nahezu überall, auch bei RTL. Da gibt es auch das neue Leben. Das neue Mitten im Leben. Oh mein Gott. Du bist ja so bescheuert. Gleichzeitig droppt die Flasche. Ah, oh Gott, aber, wir hängen aber, an dieser Stelle. Das ist, was heißt wir hängen? Das ist ordentlich. Also, ja, aber schau. Genau aus diesem Grund. Hast du gerade gesehen, was du gemacht hast? Was? Die Flasche getrunken. In den ersten 5 Sekunden musst du in der Mitte bleiben. Ja, wenn die Gegner da drüben laufen. Ja, du wurscht! Die haben ja keine Schusswaffen. Die Hunde fressen die Ratten? Solche Ekel. Ja, ich meine, das ist Katzenangelegenheit. Hunde, böse! Ich mag Hunde. Aber diese Hunde, die sind alle irgendwie so, Alter, muskulös und ich bringe dich um, obwohl ich überhaupt kein Härchen habe und so weiter.
Ich glaube, ich lasse mich mal kurz sterben, weil das kann ich jetzt schon wieder mit Tonne treten. So, BAM! Bleib drin! Was willst du in meinem Leben? Wow, wir haben diese Katze noch nie gesehen. Bleib in deiner Ecke und schlag einfach mit den Macheten um dich, wie als wär's das Letzte. Oh, jetzt hast du schon wieder die Flasche Kann mir nichts dagegen. Ja, das sagt der Richtige. Holdriho, dabadü. Weißt du, was du schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht hast? Kettensäge benutzt. Probier's einfach mal. Alter, sag mal. Jetzt reicht's aber auch, hey, jetzt reicht's aber auch hier. Jetzt reicht's. Hört auf. Auch wenn ihr Sonnenbrillen aufhabt, hört auf. Back to the basics! Gibt's. Oh, das bringt gar nichts! Die Hupe auf und sagt, nee, die ist einfach zu langsam. Ja. Also, wir können nichts machen, außer Waffen durchzuprobieren. Ich bleib bei den Handschuhen und bei den Dual Pistols. Ah, meine Nase juckt. Meine Art tut weh. Meine Art. Was ist das denn für ein Sound? Ich hab den Sound noch nie gehört aus meiner Kehle. Meine Kehle! Ja, genau, kommt alle schön gelaufen. Genau, kommt her, was wollt ihr? Oder du könntest eigentlich mal hochspringen und einfach aus der, von oben halt diesen... Den Floating in Mid-Air ausprobieren. Verstehst? Ist das nicht eine tolle Idee, die ich da gerade hatte? Und die es so überhaupt nicht bringt? Oder du könntest eigentlich auch mal einfach Granaten werfen, ohne sie halt wirklich an irgendeinen Adressaten zu adressieren. Ich weiß nicht, ob man auch an einen Nicht-Adressaten adressieren kann, aber ich denke schon, das ist schon vorgekommen in dem Leben von Life of Brian. Aber beziehungsweise von Brian dann eben, weil Life of Brian heißt ja letztendlich das Leben des Brian. Und du hast ein Ohr auf der linken Seite. Kloppe at random Granaten im Münder. Von Leuten, die ich nicht einmal kenne, aber trotzdem nicht leiden kann. Ja, das ist traurig, ist aber es ist wahr. Und ich weiß nicht, ob die Drop-Rate von den Typen irgendwie gesteuert wird vom Spiel oder ob die einfach, oh, das Spiel einfach sagt, ja, Glück oder Tod oder Wumpe oder whatever, aber es sagt whatever. Das Spiel sagt, oh, WTF, whatever. Was wollt ihr eigentlich alle? Ja, das war jetzt sehr, sehr, sehr toll. Probier mal mit den Macheten noch mal ein bisschen, also ich glaube, ja, das bringt das schon. Zur Zeit. Da müsste eigentlich jetzt gleich eine Granate. Oh, wow, Nom. What the hell? Ganz viel Nom. Ich will das Nom. Ich will nicht das Nom. Ich will das Nom. Gib mir das Nom. Gib es mir. Die Wand scheißt dich an. Ja, sehr schön. Wenn ich nämlich jemanden eine Granate gerade so ins Gesicht stecke. Du hast ein Gesicht. Das benutze ich, um dir Granaten rein zu stacken. Ha, der ist sehr schön ausgewichen, sodass ich seinem Kumpel die Granate ins Gesicht hauen kann. Wult. Jetzt hol dir doch diesen. Nein, ich mach das nicht nochmal den Fehler. Welchen? Den Gatling-Empfehler? Den Fehler. So, jetzt hau ich nämlich alle mal hier. So und. Ich hab ja. Und Achtung. Ach komm, hey. Ja, spring, hol dir irgendeine. Ja, hol dir die Gatling Gun oder sonst was. Was ist denn das? Ja, was ist denn jetzt das? Bist du tot. Du bist so heldenhaft. Ja, du musst den Kerl mit der Gatling Gun töten und du nimmst dir dafür einfach den Dingsbums. Was? Ja, du willst spielen, nicht ich. Ja, eben, aber ist es doch so. Ja, jetzt hast du schon wieder die Scheißflasche gefressen. Ja, die hauen mich doch dahin und ich muss messern, hey. Du musst nicht messern, du musst die Macheten benutzen. Das ist doch Kacke! Na wirklich, diese Gegnerwelle ist wirklich übertrieben. Ja, du könntest einfach jetzt mal die Macheten hernehmen, weil damit warst du eigentlich recht erfolgreich. Aber die machen nicht so viel Schaden wie diese Knopf-Nippelketten aus dem Markt. Die Nippelketten. Aber wie du meinst. Du hast jetzt schon wieder kein Leben. Naja. Du musst einfach immer blocken und dann zwischendrin mal angreifen. Ich glaube, blocken ist hier die Devise des Tages. Ja, aber die kommen ja von allen Seiten. Ja. Ich kann ja nicht in alle Richtungen blocken. Natürlich kannst du in alle Richtungen blocken. Du musst dich halt immer wieder hin und her bewegen. Schau, ich kann nicht bestimmte Sachen blocken. Schau, es. Da kann ich nicht blocken. Da kann ich nicht blocken aus der Affäre. Na, Gott. Okay, ich hab. Also jetzt wird das Spiel langsam richtig hart. Ja, aber und ich sag dir, wenn wir spielen jetzt diese Stelle, wenn wir sie nicht schaffen, so lange, bis wir diese Scheiße geschafft haben. Weil wir wollen ja endlich mal wieder einen neuen Content zeigen und dementsprechend wird einfach der Part länger. Wow, Freude nicht und wahr? Die Menge applaudiert.
Also, du hast, hattest aber trotzdem recht mit den Macheten. Warte mal kurz, ich bin gleich da. Die Macheten sind nämlich hier wirklich eine gute Idee. Denn wir haben ja... Sie haben nämlich eine sehr große Reichweite und das gefällt mir. Holla, was war das denn? Jetzt habe ich aber ein bisschen... So, hier, das wollte ich machen. Blark hat sich gerade aus nicht genannten Gründen kommunisiert, aber ich hoffe, er kommt bald wieder, um mir weiter beim Fällen zuzugucken. Und ich habe keine Granaten mehr, das ist mir gerade aufgefallen. Verdammt. Damn this. Ich brauche Granaten. Granaten. Und hier wirft auch wieder jemand Granaten und das gefällt mir nicht. Und ich müsste eigentlich mal kurz an die andere Seite des Screens und dieser Typ sieht schwul aus. Er hat nämlich einen Ledertanga am Oberkörper an. Wie auch immer das vonstatten geht. Oh, keine Ahnung. Habe ich mir diese Uzi-Tanten wirklich, ey, unnötig. Oh Gott, nein. Damit fangen wir nicht an. Da würden wir uns auf ein Niveau begeben, das wir jetzt wirklich nicht beschreiten möchten. Hier, bitte schön. Du Sack, du blöde Pippi-Kackas, ey. Das war so unbeleidigend, dass es mich selbst wundert. Hey, jetzt funktioniert. Schau, du kannst ja aus seiner Reichweite gehen. Sind noch den Flammenwerfer. Ich mag, weil der Flammenwerfer, da bin ich so langsam mit. Bist du das? Ach scheiße, ich will nicht gleich hin. Ich will das machen. So. Weil damit kann ich seinen scheiß Angriff und jetzt mach ich kaputt. So. Nein, ich. Bitte nicht. Nimm den Flammenwerfer um. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, es bewegt sich langsam. Ja, danke! Juhu! Na! Ich mag den da echt nicht. Ich glaube, ich will den töten. Gerade mache ich einen Munzen. Also. Nee, ich glaube, er bringt den nicht um. Warum? Warum, oh, das ist herrlich. Warum hat es gerade geruckelt? Ich weiß nicht. Bloody Screen! Das waren so die Nachzuckungen dieses Armes, die den Screen zum Ruckeln gebracht haben. Also, ehrlich, dieses Spiel ist krank. Oh Gott. Ich würde sagen, war's das?